Willkommen zurück zu In Zone World Apart. Ich war mir noch nicht ganz sicher, ob ich das jetzt beim Tutorial belasse. Dachte mir dann aber, komm, ist ein Let's Play, egal ob das jetzt jemand schaut, das ist ja auch gar nicht der Punkt. Wäre es trotzdem sinnvoll, zumindest einmal ein ganz normales Spiel auch gespielt zu haben. Ich werde sowieso wahrscheinlich für mich noch öfter mal spielen, aber ich denke, zumindest ein Szenario sollte ich auch mal durchgegangen sein. Und da ich immer noch glaube, dass das hier auch von der Thematik her das erste Szenario ist, würde ich das auch anfangen. Und schauen, ob wir das schaffen können. Ne? Mit dem, was wir gelernt haben, wir haben ja viel gelernt, sollte es ja eigentlich machbar sein, hoffe ich mal. Aber ich denke immer noch, dass es wesentlich schwieriger sein wird, ohne die ganzen Bonis, die du im Tutorial hattest. Aber mal gucken. Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Seit dem Verlassen der Endzone ziehen die Menschen rastlos umher. Siedlungen werden gegründet, Städte gehen unter und die Bewohner ziehen weiter. Doch dir schwebt Größeres vor. Du willst eine Stadt gründen, welche die Zeit überdauert und die zum neuen festen Zentrum der Welt wird. Ist ja schon hochgegriffen hier, muss ich sagen. Wir müssen halt eine gewisse Anzahl von Saison überleben. Ich glaube, Saison ist mehr oder weniger ein ganzes Jahr in diesem Spiel, ne? So im Großen und Ganzen. Wenn ich mich nicht irre. Das ist also gar nicht mal so kurz. Aber ich denke, sobald es einigermaßen am Laufen ist, kann man ja öfter mal fast forwarden. Aber gucken wir doch erstmal, dass wir es doch zum Laufen kriegen. Let's go. April 2184. Als ich noch ein kleiner Junge war, damals in der Endzone, da hat mir mein Vater vor dem Einschlafen immer etwas vorgelesen. Wir hatten nicht allzu viele Bücher, aber am liebsten habe ich immer die Geschichten über das antike Griechenland und das alte Rom gehört, die mir mein Vater immer mit besonders großer Begeisterung vorgelesen hat. Somit sollte es nicht verwundern, dass mir eines Tages der Gedanke kam, der Welt etwas zurückzugeben, was sie vor langer Zeit verloren hat. Eine ewige Stadt, wie Rom es einst war. Ich weiß gar nicht, ob die in den Szenarien generierten Maps Zufall sind oder ob die Fakt sind, also vorgegeben sind. Aber mal gucken, ob wir hier arbeiten müssen, ne? Erschaffen wir uns ein neues Zuhause. Marcus Tullius Cicero sagte einmal, aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge. Und so wie auch Rom nicht an einem Tag erbaut wurde, so wird auch das Zentrum der neuen Welt seine Zeit benötigen, um zu entstehen. Die meisten Siedlungen seit Verlassen der Endzonen überdauern meist nur einige Monate bis wenige Jahre. Mein Ziel soll es sein, dass diese Stadt, die wir heute gründen, ein ganzes Menschenleben überdauert. Das sollten wir hinkriegen, oder? Machen wir. So, 75. Saison müssen wir erreichen, okay. Also das wird wahrscheinlich Jahre in diesem Fall. Also 75 Jahre sieht ja als ein ganzes Menschenleben. Gut, wir machen erstmal Wasser. Wir wissen, Wasser ist wichtig und Nahrung, richtig? Das sind die beiden Sachen, die wir auf jeden Fall abchecken müssen. Felder können wir nachher noch umsetzen zur Not. Also mache ich erstmal hier, wo die meiste Fläche ist, ein Feld hin. Wir müssen auch sowas wie Holz abbauen, wenn wir es brauchen. Aber noch gerade sehe ich nicht die Not dafür. Letztes Mal hatten wir ja von vornherein mehr Baumeister, ne? Ich mach mal auf Baumeister 4. Dann machen wir auf 5, damit es schneller geht. So, und gucken, dass wir erstmal ein paar Anbaufelder errichten. 15x15 war die optimale Größe oder 16x16? Wir werden es gleich mal sehen. Also es ist recht eng hier auf der Map. Aber wenn wir da ein bisschen was vom Holz wegnehmen, sollte das funktionieren. Ja, 15x15 war Max. Gut. Ne, 16, warte mal, dann ist 16x16 Max. Ja, 16x16 ist Max, okay. Gut, dann mach da schon mal ein Feld hin. Oh, jetzt haben wir viel gelernt und muss jetzt mal gucken, ob man das umsetzen kann. Eine Fischerhütte wäre auch gut für Nahrung, ne? Ist auch am Anfang sinnvoll. Eine Investition, die sich auf jeden Fall lohnen würde. Und Wohnhäuser wären auch klug, ne? Sonst können die sich die vermehren. Mache ich wieder mein klassisches Wohnhäuser erstmal hier in der Mitte ran klatschen? Ich glaube schon. Mit ein bisschen Platz für Wege, genau. Dann könnten wir, glaube ich, einfach
das Anfangshaus ein bisschen umrunden mit Häusern. Das halte ich für sinnvoll. Da schon mal viel hinzuklatschen. Ist schon mal ein Anfang. Also Nahrung ist auf dem Weg. Hier muss erstmal ein Bauer drauf. Einen Fischer brauchen wir gleich auch. Dann sehen wir aus. Wir haben verschiedene Sachen. Karotten oder Bohnen. Wahrscheinlich ist es mal random, was man bekommt. Dann würde ich hier die Möhrchen wählen. So, was ist jetzt noch wichtig? Es wäre sinnvoll, das Wasser zu speichern vernünftig, ne? So einen Wasserspeicher zu errichten. Das haben wir im Tutorial auch sehr früh gemacht. Und da können wir auch recht früh anfangen, dann irgendwann das Wasser auch zu reinigen. Ja, hier kann ich besser noch Häuser hinbauen. Also mache ich das Wassersilo hier hin. Ist auch schön nah dran, da müssen sie nicht weit laufen. Ich plane schon mal ein paar mehr Häuser. Ich muss auch für den Förster denken und so weiter. Aber Förster kann ich theoretisch auch erst dann machen, wenn sich das Abbau mit den normalen Arbeitern nicht mehr lohnt. Weil ich will, dieses Stück Wald hier sollten wir komplett abreißen, damit wir dann nachher in die Richtung auch bauen können. Wenn wir hier schon die Felder anlegen. Schrott brauchen wir auch bald. Oh Gott, ja. Jetzt kommen jetzt mal die ganzen Sachen wieder in den Kopf, die ich noch brauche. Ich mache erstmal jetzt hier so eine Art Zentrum, ja? So. Das wird so ein bisschen das erstmalige Dorfzentrum. Wir könnten schon mit Wegen arbeiten. Das wollte ich sowieso nicht mal früher machen. Das kostet ja auch keine Ressourcen, die müssen ja nur angelegt werden. Zumindest schon mal hier das Zentrum abstecken. So. So. Dann hier schon mal eine Straße durchführen zum Feld. Gut. So ein Schrottplatz macht früh Sinn. Hier haben wir Schrott, den müssen wir sowieso loswerden, wenn wir dann nachher hin expandieren wollen. Das gilt aber auch für den Bereich. Aber wo wir es genau hinsetzen, ist erstmal egal. Ich schätze, es wird hier relevant sein, den Schrottplatz irgendwann nochmal umzustellen. Baumeister können wir ein bisschen reduzieren. Wasserträger mehr dafür. Dabei so ein bisschen im Blick halten, dass die Ressourcen nicht komplett vor die Hunde gehen. Wir können schon mal anfangen, hier so ein bisschen... Ich weiß, wir haben gerade nur einen, der das machen kann, aber trotzdem können wir anfangen, schon mal ein bisschen was zu roden. Wo war das nochmal? Das habe ich tatsächlich, glaube ich, Aufträge, ne? Genau. Fangen wir schon mal an, hier so ein bisschen Holz zu hacken. Wenn mal jemand die Zeit dazu hat. Und dann sollten wir, wie gesagt, möglichst früh einen Schrottplatz bauen. Den werde ich jetzt gar nicht so weit wegbauen, weil ich glaube, es macht eher Sinn, den später einfach umzusetzen. Aber wir sollten schon eher ein bisschen weiter weg von den Wohnhäusern sein. Also würde ich sagen, wir fangen mal hier an. In dem Bereich. Wenn das erste Mal das Schrott wichtig ist, ist, wenn die Werkzeuge knapp werden. Die Werkzeuge werden mit Sicherheit auch bald knapp werden, aber es wird auch ein bisschen dauern wenigstens. Gut. Das ist schon ein Anfang. Ich will es nicht zu sehr übertreiben, ich muss ja auch klarkommen hier. Und einfach ein Verständnis dafür entwickeln, wir haben keinen Schrott. Wir haben noch Holz. Nahrung ist noch genug da. Da wir jetzt schon angefangen haben, Nahrung anzusehen, sowie auch Wasser zu holen, sollten wir ein bisschen darauf achten, dass wir vielleicht nicht unter 500 erstmal sinken. Dass wir schon mal so eine Grenze haben. Wir haben kein... Oh, wir brauchen Plastik und Kohle für das Wassersilo. Und Schrott für die Häuser. Plastik und Kohle haben wir damals zur Verfügung gestellt bekommen für das erste Wassersilo. Also interessant, dass wir das hier erst bekommen müssen. Das heißt, wir müssen erst entsprechend Recycler bauen, um überhaupt ein Wassersilo bauen zu können. Das war, glaube ich, im Tutorial nicht so, ne? Weil wir es da gestellt bekommen haben, die Ressourcen. Aber die Planung kann ja trotzdem da stehen bleiben. Das ist ja nicht verkehrt. Wir haben auf jeden Fall zu wenig Schrott. Das ist schlecht, weil ich... Okay, ich kann Schrott ja auch so abreißen, ne? Ja, Gott sei Dank. Ich dachte gerade, jetzt habe ich echt ein Problem, weil... Ich kann das Ding gar nicht mehr bauen, aber ich kann Schrott ja auch so abbauen. Dann sollte ich gucken, dass ich möglichst viele von den Leuten habe, die sowas machen, ne? Das mag wohl wichtiger sein als gerade Baumeister, weil ich gerade eh nicht viel bauen kann. So, machen wir mal so. Haben wir 5 Leute, die das hier machen.
Dann würde ich sagen, machen wir erst mal ein bisschen fast forward. Die Leute sind einigermaßen zufrieden. Das ist schon mal gut. Wir sind schon gesunken unter 500, so viel dazu. Master wird gerade schon echt knapp. Also überraschend knapp. Aber vielleicht ist es einfach nur, weil ich diese niedrigen Zahlen nicht gewohnt bin. Okay, der Fischer arbeitet mittlerweile. Das wird mir Nahrung bringen. Das ist schon mal gut. Kriegt der in der Zeit nicht mehr angebaut? Das ist auch der schon angebaut. Okay. Okay, dann machen wir einen Bauern mehr und noch einen Wasserträger mehr. Okay, Wasser wird zwar schon knapp. Aber ich habe ja einen Wassersammler. Ich meine, für den Anfang muss es ja eigentlich reichen. Also einen Station, wo sie Wasser sammeln. Das kann nicht das Problem sein, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt extra schon die Anzahl der Leute, die da arbeiten, erhöht. Ich werde es jetzt nochmal hochschrauben. Es war schon klar, ne? Es ist eine komplett andere Situation hier im Szenario oder normalen Spiel, weil du halt im Tutorial doch recht viel Hilfe bekommst, ne? Gerade wenn du die ganzen Extras, die du geschenkt bekommst, die den Anfang definitiv vereinfachen. So, diese Schrotthaufen könnt ihr nicht mehr wegreißen mit der Hand, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir haben ja eh genug davon, das heißt, mach das mal weg. Holz haben wir gerade auch genug noch, oder? Ja, ich denke schon. Mach mal weg. Und hier müssen wir erstmal Leute einstellen. Schon mal einen Schrottsammler. Schrott alleine bringt natürlich nicht so viel. Wir brauchen natürlich Leute, die was zum Schrott machen. Ich würde gerne das Wassersilo. Alter, wir kriegen echt Probleme mit dem Wasser. Was soll das? Also ganz ehrlich, das finde ich auch extrem gerade. Verglichen mit dem, was wir vorher für Erfahrungen gemacht haben. Wie können wir auf null Wasser gefallen sein? Ich bin mir gerade echt unsicher, warum das so ist, weil ich hab eine übermäßige Anzahl an Wasserträgern. Mal gucken, ob wir jetzt schon verlieren. Kann natürlich auch passieren. Ich bin gerade sehr überrascht, wie viele Probleme ich habe mit Wasser. Obwohl ich so viele Träger habe. 6 Stück, also es ist ja mehr als alles andere, was ich verteilt habe. Arbeitet der Holzstück überhaupt? Das Gefühl, der macht gar nichts. Moment mal, eben sehe ich überhaupt Leute Wasser vom Holzstück holen? Ich habe Wasserträger, aber die machen hier gerade nichts, oder? Hier ist ja keiner am Arbeiten. Hier stimmt ja fast nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Offensichtlich holt keiner Wasser vom Steg. Warum? Ich habe hier gerade ein Problem und das scheint nicht mein, also nicht mein Fehler zu sein. Warum arbeitet hier keiner? Ich habe 6 Wasserträger zugeordnet und keiner arbeitet hier. Warum? Das ist natürlich jetzt Game Over. Moment mal eben. Das ist ein Problem. Ich kriege hier gerade ein Game Over, nicht weil ich zu wenig Wasserträger habe, sondern weil keiner hier arbeitet und ich weiß nicht warum. Ich frage mich gerade, ob das nicht irgendwie, ob das da hätte ich nicht hier am Rand bauen dürfen. Aber das hat mir ja nie jemand erzählt. Das war ja nie ein Problem. Ich frage mich, ob ich ja rechtzeitig, bevor die jetzt verdursten, weil ich habe ja schon sehr viel Zeit ohne Wasser verbracht, überhaupt in der Lage bin. Warum habe ich bitte überhaupt nicht ein Wassersilo gebaut? Nicht eine Wasserzisterne, das war ein Fehler von mir, ne? Ich hätte erst eine Zisterne bauen können. Das war tatsächlich ein Fehler, ja. Aber der Steg an sich muss ja schon sammeln. Man braucht ja keine Zisterne. Oder? Jetzt bin ich verwirrt.
Ich bin mir ziemlich sicher, die konnten schon Wasser sammeln mit dem Zeug hier, aber vielleicht irre ich mich vom Rauchzisterne. Ich dachte, die könnten auch eine gewisse Menge von Wasser hier einlagern. Aber das mag wohl ein Irrtum sein. Das heißt, das war jetzt halt vielleicht mein Fehler. Ich hoffe, wenn ich das jetzt abreiße, dass ich alle Sachen wiederbekomme. Ich versuche jetzt mal mit Zisternen zu bauen, gucken, ob wir das rechtzeitig noch schaffen, weil es könnte jetzt schon Game Over sein. Ohne Scherz. Jetzt habe ich, ja gut, das ist klar, dass ich weniger Wasserträger habe, das ist aber nicht der Grund. Also mal gucken, ob die jetzt was machen. Es sieht nicht so aus, oder? Du? Machst du jetzt, holst du jetzt Wasser? Oh. Jetzt holen sie Wasser, also braucht man eine Zisterne, okay. Ich hatte das so verstanden, dass sie das auch ins Hirn bringen können, aber das stimmt wohl nicht. Die Zisterne ist notwendig, okay. Das war jetzt schon ein harter Start, sag ich mal, aber ich glaube, es ist noch keiner verdurstet, also dürfte das okay gewesen sein. Okay, denn deswegen hatten wir auch zu wenig Wasser. Nicht, weil wir zu wenig Wasserträger haben, sondern sie konnten es halt nirgendwo hinbringen. Okay. Hier sind nur noch vier Leute durstig, okay, komm schon, es wird doch keiner sterben. Gut, also, wir haben jetzt Wasserversorgung gesichert, nach dem ersten Fail dieses Szenarios. Jetzt gilt es. Wir haben schon ein bisschen mehr Bewohner, weil die ersten Kinder erwachsen werden. Was sollten wir als nächstes machen? Die Kontaminierung könnte ganz cool sein. Essen haben wir erstmal genug. Wir brauchen natürlich die Leute, die Plastik und so weiter machen können. Für die Zukunft aber erst, weil wir haben jetzt erstmal so ein Ding gebaut. Das war einfach ein Fehler. Erstmal überhaupt das Große zu bauen, als erstes war ein Fehler. Aber dass ich das auch brauchen würde, um überhaupt was zu sammeln, das war mir nicht klar. Und das wäre dementsprechend dann auch ein Fehler gewesen. Wir konnten das Gebäude hier aufrüsten, dass es ein Lagerfeuer bekommen, ne? Mit 48 Schrott und etwas Holz. Das ist wert, das mache ich schon mal. Weil das Ding auch generell ein größeres Lagerchen darstellen wird. Vor allem ist das schon mal gut, dass sie so ein Sammelfeuer hier in der Mitte haben, denke ich, das macht Sinn. Ich glaube, Dekontamination wäre am sinnvollsten jetzt, oder? Aber Dekontamination braucht auch einiges, um gut zu funktionieren. Aber ich denke, es macht Sinn. Sie werden das Lager, sich um das Lager kümmern, das ist schon kontaminiert, und sie werden sich um den Fischer kümmern. Wenn ich hier noch einen Jäger hinstelle, kümmern sie sich da dann auch drum. Ich baue mal hier hin, glaube ich. Auch dafür brauche ich Kohle und Plastik. Ja, ich glaube, ich muss erstmal gucken, dass ich Kohle jetzt auch schon die ganze Zeit brauche, überrascht mich. Stimmt, wir hatten einen Köder, stimmt, im Köder kann man recht viel Kohle bekommen. Fangen wir jetzt mal mit den ganzen Sachen an, die mit Forst und Kohlerei zu tun haben. Ich würde mal den Waldbereich in diese Richtung setzen. Die Forstwirtschaft, wenn man so will. Försterhütte, gleich am besten daneben eine Köhlerei, das macht irgendwie ziemlich viel Sinn. Und entsprechend die Wege dahin setzen. Wege ist bei Logistik. Ich will immer gleich schon gedrückt halten. Du musst ja aber nicht gedrückt halten, sondern einfach nur einmal drücken und dann nochmal drücken, wenn du fertig bist. Ich bin das so gewohnt, gedrückt halten zu müssen. So machen wir das. Zwei Kühne von den Wohnhäusern weg, die Köhlerei dann. Die Recycle-Kram und so weiter. Wohin packe ich das am besten? Ich meine, hier werden wir nachher noch expandieren. Das heißt, ich will gar nicht unbedingt da hinpacken. Ich frage mich, wie viel Recycling ich hier unterbringen könnte. Wir gucken mal. Ob da überhaupt was hingeht.
Es wird ja keine, Gott sei Dank hat das keine negativen Auswirkungen auf die Felder. Ja, das ist gut. Wir brauchen erstmal nur drei, ne? Weil für Elektronik brauchen, so weit sind wir noch nicht. Wir brauchen jetzt erstmal nur für Plastik. Plastik, Metall und Stoff. Gut. Das kann erstmal hier stehen bleiben, das ist eine Planung für die Zukunft. Wir haben mittlerweile das Feuerchen. Das sollte die Leute wieder glücklicher machen, was gut ist. Die Wasserreserven sind nicht mehr niedrig, ehrlich gesagt. Die steigen schon wieder. Jetzt sind sie auch gerade verschwunden hier, die Meldungen. Sehr gut. Okay. Wir sind nach einem holprigen Start wieder dabei, nachdem wir kein Wasser hatten. Gucken wir mal, dass wir bei Nahrung, so wie bei hier Wasser, schon mal auf 1000 kommen. Dass wir 1000 so als Minimum angeben können, dass wir nicht damit runterfallen. Und wenn wir drunter fallen, dass es ja entsprechend genug Zeit hat zu reagieren. Das sollte Sinn sein, der Sache. Will ich eine Zuflucht bauen? Ich frage mich die ganze Zeit, ob eine Zuflucht das wirklich wert ist. Ja, noch braucht ja keine Leute einzustellen, wenn die Gebäude nicht stehen. Ob eine Zuflucht das wirklich wert ist, weil... Wenn ich Häuser baue, können Leute sie vermehren, ne? Aber gut, in diesem Spiel ist es echt ein bisschen anders. Hier macht das mehr Sinn. Ich sollte vielleicht den Sondierer erstmal bitten, diesen Bereich hier wegzumachen, damit ich hier bauen kann. Okay. Wasser ist gesichert, Nahrung ist gesichert. Jetzt gucken wir, dass wir die Baumaterialien und die Kohle zum Laufen kriegen. Was braucht ihr noch? Schrott. Ja, Schrott wird ja gesammelt. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. Machen wir mal drei davon. Der eine Baumeister reicht mir völlig aus. Lass die Sache ein bisschen schneller laufen. Was brauchen wir denn noch ganz dringend? Ist da noch irgendwas, wo ich sofort zuschlagen sollte? Markt ist erstmal ziemlicher Luxus, finde ich. Ja, die Zuflucht ist halt eine gute Idee, glaube ich. Es könnte eine gute Idee sein. Die würde perfekt hier hinpassen. Die wäre ja ziemlich nah an der Industrie dran. Das wäre für die Zuflucht, finde ich, aber nicht so schlimm. Das soll ja einfach nur Wohnraum bieten. Und ich könnte die natürlich nachher immer noch einfach abreißen und woanders hinbauen. Wobei ich glaube, dass eine Zuflucht abzureißen schwierig ist. Ich sollte vielleicht dann erstmal eine neue bauen, bevor ich eine alte abreiße. Sonst haben die Leute für die Zeit keine Unterkunft. Ich denke, ich baue hier genau eine hin. Dann habe ich auf jeden Fall genug Wohnraum erstmal. Auch für die Zukunft. Und dann könnte ich vielleicht schon die nächsten ein, zwei Hütten planen. Für das zukünftige Wachstum. Und hier, so wie hier, würde perfekt eine hinpassen. Schotterwege anlegen. Das können wir auch einmal eigentlich umkreisen hier. Gut. Wir haben ein Problem. Kein Holz mehr, ne? Eine ballige Dürre haben wir auch. Oh. Aber wir haben mittlerweile fast 1000 Wasser. Das müsste reichen. Hoffentlich. Ich hoffe, die Nahrung reicht auch. Die schwindet mittlerweile nämlich ein bisschen. Ich nehme mal noch einen Fischer dazu. Und noch einen. Naja, machen Bauer macht, glaube ich, keinen Sinn. Zwei Bauer machen das Feld schon sehr effizient. Die Hütten stehen noch nicht, das heißt, ich kann noch keine neuen Jobs verteilen. Okay. Ja, ich denke, mit über 1000 Wasser kommen wir durch die Dürre. Der Förster steht, das ist gut. Da muss ich auf jeden Fall jemanden einstellen, weil ich auch gerade kein Holz mehr habe. Ich könnte natürlich Holz abreißen gehen, wäre aber besser, wenn der Förster das einfach offiziell macht. Einzugsbereich ein bisschen mehr nach in die Richtung.
Und dann vielleicht irgendeinen Bereich auswählen, wo ich ein bisschen was abreiße. Also wenn man Siedler Zeit hat, bitte ich da einmal um Holzhacker. Holzhacke. Gut. Ja, zumindest haben wir noch keinen sauren Regenscheiß, aber das wird natürlich auch irgendwann kommen. Aber die erste Dürre steht schon an. Also wassertechnisch habe ich gerade keine Sorge, nur nahrungstechnisch bin ich ein bisschen unzufrieden. Aber ich denke mal, durch die jetzt neu eingestellten Leute wird es bald wieder bergauf gehen. Die brauchen noch ein ganz bisschen Holz, das wird ja durch den Förster bald zur Verfügung gestellt und von dem Holzhacker hier, das ist kein Thema. Ja, ich denke, jetzt erstmal abwarten. Abwarten und hoffen, dass wir die erste Dürre gut überstehen. Das Wasserlager ist schon voll. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genug. Nur das mit der Nahrung, das geht immer noch nach unten. Ich bin nicht begeistert. Soll ich schon jetzt ein zweites Feld anlegen? Was ist jetzt los? Siedler ohne Schutzkleidung, ja. Sowas wie Kleidung kann ich mir noch nicht erlauben, Leute. Da könnte... Viele unserer Siedler sind gezwungen, sich ungeschützt durch das Ödland zu bewegen. Wir sollten uns Produktion von Schutzkleidung ankurbeln. Weil die sind witzig. Okay, aber du versuchst auf uns aufzupassen, ja? Ja, ich kann gerade nicht. Wir sind absolut weit davon entfernt, sowas machen zu können, ganz ehrlich. Okay, der Köder wird schon mal gebaut, das ist schon mal gut. Den brauchen wir nämlich auch für die bessere Schutzkleidung später. Ja, effizient und gut ist schon alles nicht, was ich hier mache, aber es ist ja auch der erste normale Run. So, der Köhler kann schon mal eingestellt werden. Jetzt habe ich keinen mehr übrig hier. Ich kann mal vielleicht einen Wasserträger rausschmeißen, weil wir haben genug anscheinend. Nahrung steigt gerade auch wieder, das ist gut. Ja, stimmt, weil die Ernte gerade erst ist, ne? Die Försterhütte? Also, Leon Arnold, bist du, okay. Weil du das hier gemacht hast, alles okay. Ich würde sagen, Försterhütte kann das nicht sein. Die kann auf keinen Fall schon leer sein. Die baut ja auch wieder auf. Ja gut, jetzt wo die Mörchen reinkommen, steigt auch der Nahrungspegel wieder gewaltig an. Denke ich mal, ist ein zweites Feld noch nicht vonnöten. Aber das müssten wir hoffentlich... Ist der Berg nicht im Weg? Ich würde das Feld am liebsten hier nebensetzen. Wenn der Berg im Weg wäre, wäre das sehr schade. Siedler ohne Schutzkleidung. Ja, ich weiß. Das hätten wir auch schneller machen können. Dessen bin ich mir auch bewusst. Ich hätte gar nicht erst auf die Kohle geben brauchen. Und das hier ist auch übertrieben. Ich hätte erstmal Recycler bauen sollen, damit ich an die Grundsachen rankomme. Wenn schon Schneider die Grundbekleidung bauen können. Die hätte ja schon geholfen. So, einen Köhler haben wir nur auch. Das ist gut. Das heißt, die Kohleproduktion startet. Auch wenn das wahrscheinlich etwas verfrüht ist. Aber es ist, wie es ist. Dann mach das mal weg hier. Das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Dann planen wir da schon mal den Schneider ein. Ich meine, das ist zu früh. Wir haben immer noch... Okay, fangen wir jetzt schon mal mit hier Stoff an, genau. Du machst bitte Stoff. Ich brauche jetzt mal jemanden, der da arbeitet. Gott sei Dank habe ich gerade wieder ein paar Leute bekommen. So, ein Sondierer. Du machst bitte Stoff, genau. Und dann machen wir direkt einen Schneider, damit wir die Mindestschutzkleidung auch bauen können und bereitstellen können. Schneiderchen war bei... Ressourcen, okay. Schneider war auch Industrie, ne? Stimmt, das darf ich nicht vergessen. Das habe ich letztes Mal mitten reingesetzt, weil ich dachte, das ist nicht so schlimm. Aber das war nicht so geil für die Leute. Ich könnte den Schneider natürlich direkt hier neben setzen. Das spricht nicht wirklich viel gegen. Deswegen mache ich das auch.
Du hast wahrscheinlich kein Holz gerade, aber das kommt dann langsam nach, das ist okay. Nahrung ist über 1000. Ich denke, die Dürre stehen wir durch. Okay, ich habe ja ein paar Leute übrig, also einen Förster können wir noch verteilen vielleicht. Mehr Sandierer machen erst Sinn, wenn wir mehr von den Gebäuden hier auch fertig gebaut haben. Vielleicht sollte ich einfach ein bisschen Holz nochmal abreißen, weil ich jetzt recht viele Siedler übrig habe, die ich dafür nutzen könnte, ne? Wie gesagt, da wir hier sowieso nachher überall Baufläche brauchen, können wir da ruhig ein bisschen abreißen. Weil das ist nach unserer Main Baufläche, denke ich, für die nächsten paar Gebäude. Hier kann man auch schon wieder Wasser anschließen, das heißt, man könnte den gesamten, also beide Städte, sag ich schon, die gesamte große Stadt nachher von zwei Seiten aus mit Wasser versorgen. Ich hoffe echt, dass so früh Plünderer kommen, da habe ich ein bisschen Angst vor. Oh, wir haben Obdachlose. Ja gut, ich bin ja schon dabei, sowas zu bauen, ne? Leider brauche ich auch dafür Stoff. Ich hätte früher mit der Stoffproduktion beginnen müssen. Man lernt. Ja, jetzt haben wir die Dürre gerade. Mal gucken, ob wir durchkommen. Das ist die erste große Herausforderung, die die Umwelt uns stellt. Aber ich denke, mit der Nahrungs- und Wasserreserve wird das kein Thema sein. Die Wetterzeiten sind aber keine ganze Seasons. Doch, das sind ganze Seasons. Alter, 75 Seasons habe ich doch auf jeden Fall, oder? Ich gehe mal innerlich davon aus, das dürfte nicht so schwer sein. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu vorstellen. Gerade bei meinen Fehlerchen, die ich hier noch mache. Ja, wir haben gerade schon ganz viele Siedler keine Schutzkleidung mehr. Die meisten. Die Wohnung fehlt uns gerade auch. Aber es kommt ja alles noch. Die müssen sich nur ein bisschen gedulden. Und noch haben wir ja keine extremen Probleme mit der Verstrahlung. Wir haben ein bisschen Verstrahlung, deswegen steigt das hier auch schon, weil wir keine Schutzkleidung haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir sauren Regen hätten oder sowas, was uns richtig einschenken würde. Man könnte natürlich die Zeit auch nutzen, die Fische einfach zu entlasten und die dann für was anderes schnell zu benutzen. Aber für eine dusselige Season finde ich das ein bisschen übertrieben. Wenn jetzt eine Dürre mehr als eine Season andauern kann, das wäre sehr übel, was bestimmt passieren könnte, dann wäre das bestimmt sinnvoll. Aber wenn es nur eine Season ist, dann sehe ich da jetzt keinen Grund. Ja, das haben wir locker überstanden. Ist gleich vorbei. Die Bevölkerung steigt auch immer noch an. Das heißt, wir brauchen dringend dieses Ding hier. Holz haben mittlerweile wieder genug, gut zu sehen. Schrott haben wir auch mehr als genug, das wird kaum noch mehr eingelagert, aber das ist in Ordnung. Und da ist ein zweites Ding fertig geworden. Ich könnte also anfangen. Du machst weiter Stoff und der nächste macht Plastik, ne? Das sind die ersten Sachen, die ich brauche, Stoff und Plastik. Metall brauche ich noch nicht so dringend, glaube ich. Metall ist aber auch fertig gerade, okay, dann machen wir Metall auch. Heißt, wir machen jetzt schon mal alle Grundrohstoffe. Jetzt muss noch der Schneider fertig werden, dann können wir die erste Schutzkleidung bauen. Die Felder können wieder bewirtschaftet werden, die Dürre ist vorbei. Das heißt, bald müsste auch beim nächsten Regen sich der See wieder füllen, was auch die Fische einfach respawnen lässt. Wie auch immer das funktioniert, aber ich will nicht meckern, denn davon hängt unsere Ernährung ab. In diesem Spiel. Das kann ich jetzt abziehen hier, das brauchen wir nicht mehr. Das war gut so, wie es ist. Hat sich jetzt aber auch erledigt. Ich wollte es nicht neu aufbauen, ich wollte es eigentlich löschen. Ging gerade die ganze Zeit mit Rechtsklicker, danke. Okay, wir haben auch keine Werkzeuge mehr. Das heißt, unsere Siedler sind ziemlich ineffizient. Eine Schule brauchen wir auch, ne? Ja, da sind wir weit von entfernt, würde ich mal sagen. Einen unglücklichen Siedler. Er ist bestimmt, weil er keine Wohnung hat, keine Schutzkleidung hat und weil er keine Werkzeuge hat. Das sind genug Gründe, unglücklich zu sein. Okay, wir brauchen so ein Werkzeug-Dude. Und danach vielleicht auch langsam eine Schule schon mal planen. Werkzeug-Dude war Ressourcen? Ja. Werkstatt.
bauen wir einfach gegenüber. Da haben wir schon mal generell unser Industriegebiet. Was braucht nochmal die besseren Werkzeuge? Weiß ich gar nicht mehr. Metall, ne? Stimmt, das war einfach nur die Frage, ob man nur Schrott benutzt oder Metallwerkzeuge macht. Wir machen direkt auf jeden Fall Metallwerkzeuge, sobald das Ding in Betrieb genommen werden kann. Der Schneider können anfangen zu arbeiten, super. Ich stelle mal gleich zwei Schneider ein. Damit wir ein bisschen aufholen können, dass wir momentan zurückliegen. Ich stelle schon mal einen Techniker ein, mache einen Baumeister mehr. Das dürfte erstmal okay sein. So. Dann würde ich gerne mal schauen, ob wir jetzt eigentlich ein zweites Feld hier problemlos nebensetzen könnten. Ich glaube noch nicht, dass wir eins brauchen, aber ich kann es ja schon mal anlegen, das Feld. Ich muss ja nicht unbedingt eine Saat auswählen. Und sobald ich ein Feld brauche, kann ich es in Betrieb nehmen. Ne? Das ist eigentlich sinnvoll. Bei Nahrung natürlich. Wo auch sonst. Sieht aber knapp aus hier. Das passt aber. Super. Das heißt, ich kann hier noch ein 16x16 Feld genau nebensetzen. Cool. Genauso machen wir das auch. Es gibt Fachkräfte, die sich beschweren, dass hier nicht genügend Werkzeuge zur Verfügung stehen. Vielleicht sollten wir die Werkstatt errichten, damit alle effektiv arbeiten können. Verstanden. Das kriegst du dann als Auftrag hier reingestellt, ne? Das ist ganz cool. Das ist gut gemacht eigentlich. Machen wir, wie gesagt, sowieso. Der Ratschen dabei. Das muss man zwar nicht machen, aber ich finde es einfach schöner, wenn es verbunden ist. Gut. Wir machen hier erstmal nur die normalen Halstücher. Ich will gerade noch nicht die Kohle an. Wobei, wir haben gerade nichts anderes, was wir mit Kohle machen, ne? Ehrlich gesagt. Wir haben nichts anderes, was wir mit Kohle machen, weil wir noch keins von den Dingern hier haben. Dann wäre es sinnvoll, die Kohle zu benutzen und die guten Aktivkohlemasken zu machen. Weil ich brauche ja trotzdem nur einen Stoff, richtig? Oder brauche ich da mehr Stoff für? Nee, also zwei Stoff. Ich brauche halt zwei Stoff, aber auch hier aber auch. Schule wäre echt gut. Das Einzige, was ich bei der Schule machen möchte, ist dafür sorgen, dass sie weniger Verschleiß haben bei Sachen, die sie benutzen. Das ist mir wichtiger, als effizient zu sein. Schule war bei Gemeinschaft, ne? Ja. Ja, ja. Würde eigentlich ganz gut hier hinpassen, wie ich finde. Zuflucht steht, das ist supi. Das ist super unangenehm, da zu wohnen offensichtlich. Das tut mir auch leid. Vielleicht kann ich da mit Dekoration schon ein bisschen gegenarbeiten. Ich mag die Straßenlampendekoration immer noch ziemlich gerne. Da passt eh nichts anderes mehr hin. Wie breit ist ein Haus? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Passt genau noch ein Haus nachrennen. Also auch da, dadurch leider keine Straßenlaterne mehr. Aber da bauen wir mal eine hin. Dann ist das schon mal ein bisschen schöner. Für die auch zu leben, keine Ahnung. So, Fachkräfte ohne Werkzeug. Wir haben jetzt eine Werkstatt mittlerweile. Die macht bitte sofort Metallwerkzeug. Kein Schrottwerkzeug, bitte. Danke. Klar, bringt das noch zu Ende, aber danach bitte direkt auf Metall rüber. Auch hier stelle ich jetzt mal einen mehr ein. Ein bisschen das wieder aufzuholen, was wir bisher nicht bekommen haben. Ich kann schon mal Lehrer einstellen, präventiv. Das ist auch in Ordnung. Dekontaminierer brauchen bestimmt noch ein bisschen, bis sie aktiv werden können. Dann erhöhen wir noch den Köhler und den Förster um einen. Wir machen direkt, ganz ehrlich, wir können es uns leisten. Wir machen noch mehr Bauern und bauen schon mal richtig schöne Ressourcen an Nahrung an. Falls mal irgendwelche Diebe kommen oder Plünderer, kann ich die ja vielleicht direkt zufriedenstellen, wenn ich denen ganz viel Nahrung geben kann. Das wäre definitiv leichter. Wir machen Boden jetzt hier. Definitiv leichter, als wenn ich gegen die kämpfen muss. Das ist nämlich wesentlich schwieriger tatsächlich. Jetzt nur die Frage, wie groß denn die Forderungen irgendwann werden von denen. Immer noch sehr wenig Schutzkleidung, aber er arbeitet ja so gut wie er kann. Ne? Er arbeitet so gut es geht.
Jetzt haben wir mittlerweile alles gebaut, was ich geplant habe. Sogar die Schule steht schon. Das ging ziemlich fix. Lass mal kurz hier ein bisschen langsamer werden. Wege werden hier noch zu Ende gebaut. So, Schule. Ich möchte, dass ihr Priorität setzt auf Umgang mit Kleidung. Weil wir haben anscheinend echt ein Problem mit Schutzkleidung und die muss gut behandelt werden. Ich möchte, dass die Kinder lernen, dass sie ihre Kleidung wertschätzen. So, du hast noch zu arbeiten hier? Nein, hast du schon nicht mehr. Schon länger wahrscheinlich nicht mehr und ich passe nicht auf. Einfach mal hier an, weil hier ist richtig viel Schrott im Wald. Und der versperrt auch so ein bisschen die Möglichkeit, Bäume zu pflanzen. So, die Bohnen werden mittlerweile auch angebaut. Die Karotten werden schon wieder geerntet. Dekontamination ist fertig gebaut. Das heißt, wir können die ersten Dekontaminierer einstellen. Ich mache mal gleich zwei rein. Klasse. Den sollte ich ein bisschen umstellen, glaube ich, von seinem Arbeitsbereich. Wobei er momentan eh nur diese beiden hier macht. Okay, dann ist es egal. So, wir könnten wild jagen, ne? Für mehr verschiedene Nahrungsmittel. Momentan sinkt die Nahrung auch wieder ziemlich stark. Also vielleicht sollten wir für ein bisschen mehr Nahrung sorgen. Also eine Jagdhütte wäre nice. Die können wir eigentlich hier in die Wirtschaft mit anbauen, in die Forstwirtschaft. Das macht ja Sinn. Nahrung. Jagdhütte, Sammelhütte geht natürlich auch noch, klar. Auch die habe ich nicht vergessen. Ich baue die Jagdhütte dann mal hier hin. Hier sind schon Tiere. Hier habe ich auch ein paar Mal Tiere gesehen. Ist das hier der beste Ort? Vielleicht ein bisschen tiefer in den Wald? Ja, hier ist glaube ich ziemlich viel los. Gut. Ich stelle auch schon mal einen Jäger ein. Noch habe ich zwei Siedler, das ist okay für mich. Verbinden wir die mit dem Schotterweg. Wie sich das gehört. Gut, wir sind angekommen. Wir sind angekommen und ich glaube auf einem guten Weg in diese 75 Jahre. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe mit der Kleidung, dass wir da bald wieder klar mitkommen, weil das ist echt noch krass, wie viele Probleme wir damit haben. Ich glaube, sowas wie Essens, also sicher diese hier Essensausgaben und so, ich glaube, die sind noch nicht so sinnvoll für uns, weil wir alles noch recht kompakt und zentral haben. Die Laufwege fürs Nahrungsbeschaffen sind nicht allzu hoch. Ich glaube, das hier funktioniert alles in sich geschlossen ganz gut. Wenn wir mal mehr Bevölkerung haben, wäre ein Marktplatz bestimmt sinnvoll, aber ich glaube auch, das ist ein bisschen zu früh dafür. Ah, es gibt also auch in diesem Spiel einen Handelsposten. Wo man dann Sachen tauschen kann. Cool. Also genau wie bei... Also was Castlevania ja auch. Das haben wir zum Beispiel im Tutorial noch nicht beigebracht bekommen, wie das funktioniert. Ein extra Lager. Brauchen wir schon ein Lager? Ich glaube noch nicht, ne? Das Ding ist nicht wirklich voll. Auch wenn ich hier mal wieder nicht wirklich sehe, ob das Ding voll ist oder nicht. Hier sehe ich es besser. 50%. Ja, nee, nee. Dann baue ich noch kein Lager. Das ist Unfug. Expeditionsteam ist auch viel zu sehr Luxus, das brauchen wir nicht. Ein Friedhof wäre vielleicht schon mal eine Investition wert. Irgendwann werden wir den eh brauchen, oder? Und hier würde er ganz gut hinpassen. Wie gesagt, der Schrottsammler wird von mir wahrscheinlich irgendwann umgestellt, wenn ich nämlich diese komischen Schrottfänger da irgendwann habe. Ist es richtig rum diesmal? Ne, ich habe es wieder falsch rum gemacht, ne? Genau wie damals. Normal. Das große Gebäude muss nach hinten. Ganz simpel eigentlich. Okay, dann machen wir genau hier den Friedhof hin. Ich denke, da können wir schon mal sicher sein, dass wir da keine unglücklichen Menschen haben, weil sie ihre Angehörigen nicht beerdigen können. Nicht, dass ich jetzt unbedingt verstehen muss, weswegen das so relevant ist, aber das ist natürlich jedem Menschen selbst überlassen. Wie ihr dazu steht. So. Totengräber können wir schon mal einstellen, ne? Warum eigentlich nicht? So, wie sieht's aus mit Ressourcen? Mittlerweile haben wir Schutzkleidung auf Lager. Und es jammern trotzdem noch Leute rum, dass sie keine Schutzkleidung haben. Dann holt euch doch mal welche vom Stand. Da hängen ja zwei rum. Immerhin.
Werkzeug haben wir immer noch zu wenig. Und zwei Leute sind einfach unglücklich. Ist es hier ein bisschen gestiegen jetzt? Nicht wirklich. Um einen Punkt, glaube ich, ist es besser geworden, ne? Nachdem ich die Straßlaterne hingebaut habe. Das ist nicht die Welt. Ich könnte hier noch was hinbauen. An Deko. Das gute alte Blumenbeet. Wir wissen ja, Blumenbeete wirken Wunder, ne? Zumindest ein Blumenbeet kann man da mal hinsetzen. Das ist unser Stadtpark hier. Das ist eine Laterne und ein Blumenbeet. Schön, nicht wahr? Ach, guck mal, wir kriegen sogar Belohnung für so eine Quest. Also wenn wir die Quests annehmen von den Leuten, kriegen wir auch direkt die Belohnung. Ähnlich wie ein Tutorial. Nicht so hoch, aber wir kriegen welche. Das finde ich sehr, sehr cool, dass man diese Quests annehmen kann, dafür auch was bekommt. Hätte ich ja bei der Schutzheilung auch machen sollen, ne? Naja, wusste ich noch nicht. Jetzt wissen wir es. Okay, lassen wir den Teil wieder schneller laufen. Ist jetzt ein bisschen die Frage, ob das einrenkt. Nahrung ist immer noch nicht so richtig geil, finde ich gerade. Könnte irgendwie schöner aussehen, aber ich denke mal, wenn das Bodenfeld zum ersten Mal abgeerntet wird, sieht das besser aus. Die neue Werkstatt wurde errichtet und einsatzbereit. Unsere Ingenieure haben sich extra ins Zeug gelegt und gleich etwas gegen die Knappheit an Werkzeugen zu unternehmen. Das wird sicherlich sehr hilfreich sein. Danke, Boss. Gleich 3, 8 Werkzeuge bekommen, super. Hervorragend. Dürre steht auch bald wieder an, ne? Das Problem ist, durch die mangelnden Werkzeuge, die wir zur Zeit lang hatten, haben wir generell auch weniger produziert in der Zeit. Eine Sammlerhütte wäre immer noch ziemlich chillig. Und ich hoffe, hier gibt es nicht diesen komischen Old Forest Bonus. Das heißt, ich kann die einfach auch hier mit an diese Industrie anschließen. Ich würde es ja vielleicht auf die andere Seite bauen, damit nicht alles auf einem Haufen sitzt. Bauen wir hier eine Sammlerhütte hin. Die noch ein bisschen extra Nahrung bereitstellen kann bald. Stell doch mal gleich, wenn ich noch genug Leute habe. Ja, ich habe genug Leute. Einen Sammler schon mal bereit. Was gibt es für Probleme? Fachkräfte ohne Werkzeuge in der Schutzkleidung. Immer noch dasselbe Problem wie immer. Ich weiß nicht, warum wir so Probleme haben, denn ich habe ja eigentlich beides jetzt hier. Ne? Ich würde eigentlich langsam erwarten, dass es sich ein bisschen wieder ausgleicht. Aber das dauert vielleicht etwas, weil nachproduzieren ist halt schwieriger als vorzuproduzieren. Aber wenn erstmal die nächste Generation lernt, wie man vernünftig mit Kleidung umgeht, dann wird das auch ein bisschen leichter werden, denke ich. Dürre, setzt wieder ein. Demnächst. Aber wie gesagt, momentan, nahrungstechnisch sieht es nicht gut aus. Wir sinken da immer noch ab, aber ich denke mal, sobald dieses Feld hier zum ersten Mal geerntet wird, steigen wir wieder. Ich sollte mich nicht verrückt machen. Abgesehen mal davon, dass wir jetzt auch einen Jäger haben. Ja, die Warnung wegen Nahrung kommt jetzt auch und bald auch noch einen Sammler haben. Ich denke, ich habe genug getan für die Nahrung. Auch wenn es jetzt gerade knapp wird, ich denke, das ist immer noch in Ordnung. War vielleicht doch ganz gut, das zweite Feld angelegt zu haben. Ich überlege gerade, ob sich irgendwas anderes schon in der Planung anbieten würde. Forschen müssen wir irgendwann auch mal, ne? Also eine Forschungsstation wäre schon cool, aber vielleicht ist auch ein bisschen viel. Jetzt schon mit Forschung zu arbeiten. Zu wenig Nahrung, ey. Mein Gott, ich weiß. Aber ich habe doch erntet ein bisschen schneller, Leute. Fangt an zu ernten, es ist alles da. Noch mache ich mir keine Sorgen. Also ich mache mir Sorgen, aber nicht so, dass ich jetzt Panik schieben würde. Kräuterhütte könnte durch die Gesundheit wieder fördern. Ja, ich habe eine Kräuterhütte, macht erstmal mehr Sinn, vielleicht sogar. Ja, das ist halt einfach die Forstwirtschaft hier. Die kann man hier echt problemlos zusammenbauen. So, du gehst dann bitte auch hier in den Wald. Können wir schon einen bereitstellen? Ja, das ist kein Problem. Sammler arbeitet jetzt auch. Ich hoffe wirklich, dass die Nahrung mal wieder steigt. Entsprechend. Ich sollte vielleicht erstmal nicht mehr expandieren. Also keine Häuser mehr bauen. Ich habe recht viel am Anfang schon gebaut.
Dass wir zumindest jetzt keine Probleme kriegen, wenn ich mal irgendwann das zumindest einigermaßen ausbalancieren kann. Oh, die Nahrung, hab ich gerade verrückt, ne? Weil wir müssen halt noch ein bisschen Nahrung ins Lager bekommen, bevor die Dürre einsetzt. Die ist auch nicht mehr so weit weg. Ich habe ja noch genug Leute übrig, die woanders arbeiten können. Dann stellen wir doch mal einen zweiten Jäger ein. Und einen zweiten Sammler. Dann machen wir schon erheblich mehr. Ihr habt ein Problem? Keine Kohle, okay. Ja gut, wir haben einen Köhler, ne? Der muss halt nur arbeiten. Wir könnten einen zweiten Köhler einstellen. Haben wir, glaube ich, schon getan, oder? Ja, haben wir auch schon. Dann machen wir jetzt einen dritten Köhler. Und dafür auch noch einen vierten Förster. Okay, jetzt werden die Bohnen geerntet. Ich bin gespannt. Ich hoffe, die füllen jetzt das Lager ordentlich. Gefühlt nicht. Jetzt wird es wieder weiß, okay. Aber gut, brauche ich mehr Bauern? Ist es wirklich zu wenig Bauern für die beiden Felder? Das Gefühl, dass es einfach nicht schnell genug die Ernte vorangeht. Das Gefühl hatte ich erst, liegt wahrscheinlich wieder daran, dass die vielleicht keine Werkzeuge gerade haben. Ich stelle mal einen extra Bauer ein. Es gibt schon zwei Siedler mit schlechter Gesundheit. Okay, wir haben jetzt einen Kräuterli gebaut. Ich hoffe, der kann da ein bisschen nachhelfen. Es ist auf 14 hochgegangen, siehst du? Ist gar nicht mal so schlecht. Ich will fast behaupten, dass Deko, eigentlich geht es uns ganz gut, Boss. Wir haben alle nötigen zum Überleben, aber einige von uns meinen, dass es noch etwas mehr sein könnte. Diese Gruppe will einfach sicher gehen, dass wir auch in schlechten Zeiten Vorräte haben. Eigentlich keine schlechte Idee. Ja, das ist ja auch mein Plan, Vorräte anzulegen. Okay, das ist also generell eine Mission, um Vorräte anzulegen. Macht Sinn, das machen wir sowieso gerade. Wenn wir da einen Bonus für bekommen, 100% Zufriedenheit, supi. Da gehe ich hinterher. Aber scheint, also wie ich gerade sagen wollte, Deko scheint so zu funktionieren, würde ich vermuten, dass jedes Quadratchen, jedes Fältchen, wo eine Deko draufsteht, ein Pluspunkt bringt für hier Wohngefühl, ne? Weil die Laterne bringt nämlich nur einen einzigen Punkt, tatsächlich. Und das Ding hat scheinbar schon 3 Punkte gebracht. Okay. Nahrung steigt wieder ordentlich an. Jetzt, wo wir die Bohnen ernten, das dachte ich mir. Gut. Nahrung ist eingelagert, Schrottwerkzeuge, das wird dauern. Oh, wir sollen Schrottwerkzeuge einlagern? Das ist ein bisschen doof, da muss ich mich jetzt noch welche herstellen. Wir machen mal kurz die Schrottwerkzeuge. Stellen mal die Produktion um, dass wir die Quest schaffen können. Wasser einlagern? Können wir überhaupt so viel Wasser einlagern? Ich glaube nicht. Ich glaube, unsere Lagerkapazität reicht dafür nicht aus. Wir könnten aber dieses Gebäude jetzt upgraden zum Silo langsam mal. Ne? Mittlerweile haben wir dafür alles. Ne? Plastik stellen wir her. Dann machen wir jetzt das Silo, damit wir mehr Wasser einlagern können. Und Aktivkohlemasken mache ich ja sowieso schon die ganze Zeit. Die werden halt leider auch schon so schnell verbraucht, aber die nächste Generation lernt ja, sparsam umzugehen mit der Kleidung. Ich hoffe, das macht was aus. Das nächste, was ich machen sollte, wäre dann wahrscheinlich Forschung. Es ist keiner mehr krank, das ist gut, und noch einer unglücklich. Das ist auch schon mal ein Fortschritt. Aber immer noch sehr wenig Schutzkleidung. Ich weiß nicht, warum die Schutzkleidung so ein extremes Problem ist. Hey Boss, in letzter Zeit haben wir immer mehr Siedler. Wenn unsere Bevölkerungszahl weiterhin so rapide ansteigt, könnte es sein, dass es zu Versorgungsengpässen kommt. Du kannst das Bevölkerungswachstum ein wenig steuern, indem du mehr Siedler in Zufluchten unterbringst. Oder aber über das Forum den Siedlern die Vorpflanze für nächste Zeit untersagst. Die Entscheidung liegt bei dir. Wir dachten nur, solltest du Bescheid darüber wissen, dass wir in nächster Zeit mit einigen ganzen Mengen an neuen Kindern rechnen. Alles klar. Ja, das ist noch okay. Ja, das ist halt so, tatsächlich, wenn ja Raum für Kinderzeugung da ist, werden Kinder gezeugt, unabhängig davon, ob du noch Wohnraum hast. Das ist sonst interessant hier eigentlich. Aber ich will die Vorpflanzung nicht unterbinden. Absolut nicht. Das will ich jetzt noch ganz und gar nicht tun. Das macht schon Sinn. In der Realität macht das, also in unserer Welt würde das manchmal Sinn machen. Aber nicht so in dem Sinne, es zu unterbinden. Aber langes, kompliziertes Thema, bloß. Die sinnlos vorzupflanzen, dieses sinnlose Wachstum der menschlichen Rasse ist ein bisschen problematisch, ne? Unter ein Dach zu bringen mit den Ressourcen, die der Planet bietet. Wir sind jetzt schon in einer Weltgesellschaft, die absolut unfair verläuft und sie könnte so viel besser verlaufen, aber viel zu großes Thema, lassen wir das sein. Also Forschung? Oder wie sieht's aus? Forschung ist bei Technologie, nehme ich an? Ja, nee, doch.
Das Spiel hat uns damals vorgeschlagen, erst eine Wettstation zu bauen, ne? Aber bisher haben wir noch keine Kontamination, aber natürlich damit zu arbeiten, nach dem Motto, ja, solange es nicht da ist, das Problem muss ich nicht mich drum kümmern, ist natürlich auch Blödsinn, weil wenn das Problem dann immer mal da ist, dann bin ich der Torf, wenn ich noch nichts gebaut habe dafür. Ich könnte generell die wissenschaftlichen Anlagen hinten hinpflanzen. Das wäre nicht unmachbar. Sie sind aber sehr, sehr weit weg vom Dorf und das gefällt mir nicht ganz so gut. Okay, da ist der erste schon wohnungslos. Ich wurde ja auch gewarnt, ne? Ich wurde ja gewarnt. Ich baue mal die Forschungsstation hier hin. Ich würde zumindest mal anfangen wollen, sie zu bauen. Wir können auch einige sehr interessante Sachen erforschen, die uns helfen können. Also macht schon Sinn. Ich brauche noch keinen Forscher einzustellen. Ich mache es trotzdem, damit dieses Rote dort weggeht, dass mich das verrückt macht. Und dann gucken wir doch gleich mal, dass wir einen Weg bauen dahin. Bei Logistik wie immer noch. Ich weiß nicht, ob ich immer so lange suchen muss danach. So. Okay. Ihr braucht sogar Metallwerkzeuge. Okay, alles klar. Ich versuche jetzt mal Schrott einzulagern, das ist mir gerade wichtiger. Für die Quest. Oh, und unser Wassersilo steht auch schon fertig, wa? Wir können jetzt hier die Filterung aktiv machen. Das heißt, wir filtern jetzt das Wasser. Mit den ganzen Kühlern, die wir haben, sollte das kein Problem sein. Was ist dein Problem? Benötigt Beeren oder Pilze? Das sind keine Beeren oder Pilze im ganzen Wald mehr. Ach, weil wir gerade Dürre haben. Okay. Oh. Wir waren knapp gerade vom Wasser, ne? In der Dürre. Gut, dass ich jetzt ein neues Ziel habe, dass wir ab jetzt mehr Wasser einlagern können, sobald die Dürre vorbei ist. Kann ich mehr Wasserträger einstellen? Ja, kann ich, ne? Ja. Das machen wir direkt mal. Gleich nach der Dürre müssen wir das Silo vollkriegen, und zwar fix. Gut, Nahrung ist kein Problem mehr. Wasser jetzt wahrscheinlich nur wegen der Dürre so schlimm geworden. Und das Wassersilo wird da einiges regeln in Zukunft, weil da mehr Lagerplatz drin ist. Komm schon, Regen. Wir brauchen jetzt dringend Ende der Dürre, Regen und dann volle Wasserspeicher, bitte. Friedhof arbeitet auch mittlerweile. Wir haben auch schon 5 Gräber, okay. Es wird gelebt und gestorben. Ein durstiger Siedler? Ah, komm schon, wo bleibt der Regen? Da ist Regenzeit angesagt. Dürre ist vorbei, habe ich gehört. Season 18, let's go. Oh Gott, 3 durstige Siedler. 5 obdachlose Siedler. Ah, der Regen. Ah, der erlösende Regen. Schön. Leute, holt das Wasser. Jetzt wird das Wasser hier erstmal mit Massen hingeschleppt. Die Leute sind durstig. Oh, das war viel durstig geworden. Das war echt knappi. Gott, diese Schutzkleidung, ne? Warum ist hier so ein extremes Problem? Wirklich, ich versteh's nicht. Wir haben nicht genug Wasser. Hey Boss, wir sind besorgt, dass die Wasserreserven für harte Zeiten nicht reichen könnten. Sollten wir sie etwas mehr sammeln? Verstanden, machen wir gerade schon. Nehme ich gerne als Quest an, weil wir brauchen noch ein Gebäude Kategorie Wasser. Wir könnten noch mal so einen Brunnen bauen, ne? Das ist ja eigentlich auch ein recht simples Gebäude, was wir bisher noch gar nicht gebaut haben. Und es würde eigentlich Sinn machen, da mal irgendwo eins hinzupflanzen. Hier passt es irgendwo nicht mehr hin. Doch, hier passt es wohl noch hin. Ich könnte es neben das Haus setzen. Habe ich hier praktisch gesehen ein Haus weniger nachher. Aber das finde ich schon in Ordnung. Ich muss ja auch nicht nur Häuser dem Häuser bauen. Sieht eh blöd aus dann. Ich stelle auch schon mal ein Brunnenbad ein. Gut. Hier brauchen Metallwerkzeuge, gut. Warum ist Kohle so ein Problem? Ich habe 4 Köhler. Oder 3. Ich kann nur 3 haben. Aber ich habe einen vollbesetzten Köhler. Das sollte eigentlich noch kein Thema sein, finde ich. Okay, du lagerst keinen Schrott mehr ein. Das ist aber nicht schlimm. Es gibt keinen Grund, die Schrottgrenze zu erhöhen.
Wenn es da ist, ist es da. Nahrung wird bald wieder abgebaut, was wichtig ist, weil es gerade wieder sinki-sinki wird. Wasser kommt wieder rein. Es durstet keiner mehr. Gut. Achso, gut, dann bald wir noch einen Siedler zu. Können wir gar nicht. Witzig. Ich kann gar nicht mehr Wasserträger haben, weil ich gar nicht so viele Wasserquellen für Wasserträger habe. Die Quest wird ein bisschen noch warten müssen. Ah, Niedrigwasser und Essen. Wie, Leute? Macht mal hin hier. Hier ist genug auf den Feldern, ist alles voll. Ich glaube nicht, ob das wirklich nur die ganzen Geschenke sind, die man zwischen den Quests im Tutorial bekommen hat, oder ob die Parameter ja auch ein bisschen anders sind, weil mir kommt das gerade echt wesentlich härter vor. Also nicht unmachbar oder so, aber auf jeden Fall härter. Ich könnte halt die Dekontaminierung mehr einstellen, aber ich sehe keinen Sinn darin. Die soll sie schon machen hier. Die Essen kommt wieder rein, Wasser kommt wieder rein. Ich hoffe, hier war auch Wasser im Boden. Ist ja generell sehr trocken hier irgendwie, ne? Aber es ist wahrscheinlich, weil wir vor kurzem eine Dürre hatten, oder? Ich meine, generell ist hier nirgendwo ein besserer Zustand, das wird an der Dürre gelegen haben, dass es gerade so trocken ist. Ich müsste also entweder noch so ein Reservoir bauen. Diese komischen Regenfänger, die haben keine Arbeitsplätze, oder? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, ob die auch Arbeitsplätze hatten. Weil das Ding könnte natürlich hilfreich sein. Keine Frage. Ich baue mal so ein Teil hier hinter das Wassersilo einfach. Wenn ich da noch einen einstellen könnte, der es dann transportiert oder so, dann wäre das super. Also der Verbrauch ist unfassbar. Ich weiß nicht, warum der Verbrauch so extrem ist. Ich habe nie Werkzeuge. Ich habe nie Masken. Vielleicht habe ich einfach zu schnell expandiert, zu viele Wohnhäuser am Anfang gebaut. Das kann natürlich sein, dass wir einfach sehr schnell sehr viele Menschen geworden sind. Und dass der Verbrauch einfach in den Arsch gegangen ist, weil ich auch lange Zeit nichts hergestellt habe. Und jetzt alles nur nachproduziert wird die ganze Zeit. Ich hoffe, das wird sich immer noch wieder einloten. Ich würde schon gerne erst die Quest erfüllen wollen mit den... Oh, scheiße, die Zeit läuft doch ab. Oh nein. Jetzt merke ich erst, dass die Quests eine gewisse Zeit haben, wo man sie erfüllen muss. Oh, das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich unmöglich. Das kann ich gar nicht mehr schaffen. Ja, wir könnten natürlich anfangen, mit Elektrizität zu arbeiten, ne? Dass wir irgendwie Strom hinsetzen, damit die Industrie besser läuft. Aber das müssen wir erst erforschen. Das können wir gerade nicht. Das heißt, ich hänge so ein bisschen fest gerade. Ich kann diese Quest nicht mehr erfüllen. Das ist super ärgerlich. Dabei habe ich schon zwei Sachen davon erfüllt. Aber diese Werkzeuggeschichte und die Aktivkohlemaske-Geschichte, das kriege ich einfach nicht höher. Die werden immer instant verbraucht, die Dinger. 13 Leute sind obdachlos. Jetzt verstehe ich auch, weswegen man diese in dem Forum schon einfügen kann, in diesem Spiel. Dass man sagen kann, man will nicht, dass sie sich fortpflanzen. Das macht Sinn. Auch in diesem Spiel, nicht nur in unserer Welt. Die Kinder in die Welt zu setzen, in Massen. Weil hier haben wir echt ein Problem jetzt. Ich hätte die Quest locker schaffen können, hätte ich nicht so viele Menschen gehabt. Aber habe ich denn so viele Arbeiter übrig? Ja, ein bisschen. Aber leider konnten wir zahlreiche Stimmen nicht zufriedenstellen. Jetzt kommt es immer wieder zu Ausdrücken des Unmuts unter den Siedlern, Boss. Ja, schlecht. Viel Glück beim nächsten Mal. Schaffen wir das hier wenigstens? Ja, wir müssen eigentlich noch einen einstellen als Wasserträger. Das ist scheiße. Okay, Moment mal eben. Das zählt nicht als Wasserträger. Gut. Ich brauche also noch irgendjemanden, der im Wasserbereich arbeitet. Nee, es muss sogar ein Wasserträger sein. Das Problem ist, ich kann keinen weiteren Wasserträger einstellen. Für nur ein Silo, oder? Das heißt, was tue ich jetzt? Kann ich noch so ein Ding einstellen? Ein Holzstück, einen weiteren? Ich denke schon, ne? Dass ich einen weiteren Holzstück mache, könnte das Sinnvollste sein. Weil es kommt uns nicht über dieses Maß rüber. Das ist unmöglich. Welche Option hätte ich sonst? Noch eine Zisterne bauen? Auch keine. Ein Brunnen zählt nicht als Wasserträger.
steht auch immer dabei, ne? Zur Ausgabe des Wassersilos. Oder ja, braucht das. Braucht, benötigt Zisterne oder Wassersilo. Hätte ich mal gelesen. Wenn ich jetzt ein Holzstück baue, dann kann ich auch mehr einstellen, oder? Ich frage halt deswegen und mache mir Sorgen, weil es blöd wäre, wenn ich dafür auch noch wieder eine Zisterne bräuchte. Ich hoffe mal, ein Holzstück reicht und wir bauen jetzt einfach noch ein Holzstück dahin. An eine andere Wasserquelle. Muss man zwar nicht, aber ich fände es irgendwie dämlich, mit zwei Holzstegen im selben See zu bedienen. Das sieht ein bisschen besser aus, wenn da hinten extra einer installiert wird. Ich will die Quest gern schaffen, indem ich die eine verkackt habe. Dann kriegen wir nochmal einen dicken Schuss Wasser dazu, was ganz nett ist. Ja, was mache ich mit den Siedlern? Baue ich noch eine Zuflucht? Ich meine, in der Zuflucht pflanzen sie sich nicht fort und ich habe Wohnraum für die Leute, ne? Krass, dass man in diesem Spiel so motiviert wird, Zufluchten zu bauen, weil das bin ich echt nicht gewohnt. Aber das ist irgendwie auch ganz cool. Hier würde einer unfassbarerweise noch ziemlich genau hinpassen. Machen wir. Ich baue eine zweite Zuflucht. Ich glaube, das ist sinnvoll. Hier sind nachher immer noch genug Plätze frei für weitere Hütten und so weiter, wenn ich welche bauen will, aber aktuell brauche ich einfach Wohnraum. Damit die Leute ein bisschen zufriedener sind. Ich meine, kein Wunder, ne? Die wollen nicht ohne Dach über dem Kopf leben. Da kann man ja auch irgendwo verstehen. Okay. Hier. Immer noch nicht genug Schutzkleidung. Ich weiß nicht, warum das so schwer ist. Ist es vielleicht ja, es ist minimal schneller, halsiger zu machen. Okay. Aber es ist nicht so viel schneller, dass ich sagen würde, wow, oder? Ich gehe mal testweise jetzt mal ein paar Züge rüber und gucke, ob sich dann einrenkt. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so viel schneller gehen wird. Das bringt jetzt eh noch zu Ende die Fuge. Ja, eh noch wieder Metallwerkzeuge bitte, die brauche ich nämlich auch für das Forschungsding. Damit ich endlich. Ich glaube, sobald ich hier Strom habe, wird das viel besser. Wenn ich die Industriegebäude hier mit Strom versorgen kann, dann werden wir einen kleinen Boom erleben, hoffe ich zumindest. Kein Babyboom, davon haben wir schon genug anscheinend. Eine Weide könnten wir auch mal einrichten, ne? Die ist ja nicht allzu problematisch. Und wo die ist, ist im Grunde auch egal. Ich glaube nicht, dass es als Industriegebäude gilt, was Attraktivität senkt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Könnte man vielleicht hier hinsetzen? Irgendwo? Also wenn dann so. Passt es dann auch da noch zwischen? Das wäre auch eine Option, ne? Ah, guck mal hier. Das wäre auch eine Option. Aber das könnte nachher auch alles Wohnraum sein hier und das wäre zentraler. Das wäre sinnvoller, den Wohnraum zentral zu halten. Machen wir es einfach so. Müssen ein paar Tiere fangen, ich weiß. Ich sag mal dem Jäger, er soll jagen und fangen. Schon mal ein paar Leute einfangen, ein paar Viecher, nicht Leute. damit wir die da drin halten können. Ich stelle schon mal einen Hirten ein, einfach nur damit dieses Rote da weggeht. Dann verbinden wir einen Schotterweg. Okay, wie sieht's aus? Na, also Wasser scheint mittlerweile gar kein Thema mehr zu sein. Jetzt haben wir noch ein Holzstück. Kann ich jetzt mehr einstellen? Nein. Das heißt, ich brauche Zisternen für Wasserträger, nicht Holzstege. Gut, haben wir gelernt. Dann ist das so. Und damit ich die Quest erfüllen kann, baue ich jetzt noch eine. Und hier habe ich ja noch Platz. Und irgendwie ist es auch sinnvoll, dass die eine Zisterne haben. Allein schon für den Hof. Dass sie Wasser direkt für die Tiere da beziehen können. Komm, mach eine Zisterne dahin. Für Forschungszwecke aufs Wasser. Machen wir das einfach, okay. Da brauchen wir Holz für. Wir haben nicht genug Holz. Wir könnten ein bisschen extra Holz abreißen für eine kurze Zeit, ne? Da spricht nichts gegen.
Machen wir. Jetzt kann ich mir einstellen. Ah, gut, ich kann schon mich ein. Gut, ich könnte das Gebäude jetzt wieder abreißen und sagen, ich habe die Quest erfüllt. Alles klar, Boss, du hast es geschafft. Unsere Wasserträger haben ihre Anstrengungen verdoppelt und konnten noch mehr Wasser als sonst sammeln. Mit solchen Reserven werden wir bestimmt überleben. Ja, jetzt könnte ich natürlich einfach das Ding abreißen. Ich musste eigentlich nur den Job schon mal verteilen können, ne? Ich werde es jetzt aber nicht extra abreißen. Irgendwann werden wir es eh brauchen, dann ist es okay. Bisher aber noch immer keine Anzeichen für sauren Regen, ne? Ah ne, wir wissen es nicht. Ach so. Ach so. Das könnte schon zwischendurch sauren Regen gewesen sein. Wir würden es gar nicht wissen. Oh, die Wetterstation besteht nämlich, das ist unbekannt. Alles klar. Was brauchst du? Kohle? Ne, Holz. Okay, ja, Holz machen wir gerade extra. Ich gehe mal auf Abholzen eine Zeit lang, dass da ein bisschen einfach effizienter Bäume fällt. Weil wir gerade echt dringend Holz brauchen. Ja, die Frage ist, wie lange werde ich brauchen, die Forschungsstation zu bauen? Ich glaube, sobald wir die haben, wird es leichter. Weil sobald ich Elektrizität erforscht habe, kann ich die Gebäude hier effizienter machen. Ich sehe jetzt nicht ein, zwei Werkstätten zu bauen. Das kann auch nicht sein. Haben wir auch ansatzweise nicht gebraucht im Tutorial. Das kann nicht. Das ist hier, glaube ich, weniger das Problem. So, wie sieht die Jobverteilung so aus? Lehrer einer ist okay. Will ich noch irgendwas erhöhen? Ich glaube, das ist keine Notwendigkeit. Schrott haben wir auch noch genug, ne? Ja. Mittlerweile könnte man aber vielleicht mal über ein Lager nachdenken. Oder ein Upgrade. Aber das können wir nicht, da brauchen wir Elektronik für, okay. Also es wäre schon vielleicht nicht schlecht, zumindest mal ein Lager zu bauen. Ist die Frage, wohin? Will ich das hier haben? Hier wird ja noch nicht viel produziert. Also hier ist ja im Endeffekt nur dann das Fleisch hier. Und das war's. Es würde mehr Sinn machen, hier in der Nähe ein Lager zu bauen, ne? Ich glaube schon. Vielleicht hier hinter den Schrotthändler passt er leider nicht mehr hin. Ah, so knapp ihn nicht. Ärgerlich. Dann baue ich ihn einfach hier noch dran. Wir müssen nachher eh noch eins von diesen Sammlern bauen. Für Elektronik irgendwann. Dann mache ich hier ein Lager und dann können die das hier direkt immer einlagern und rausholen. Das wird vielleicht auch ein bisschen die Situation verschnellern. Habe ich eigentlich. Ne, dann brauche ich es danach. Ich brauche jetzt Logistiker, ne? Weil bisher habe ich mich, glaube ich, keinen Logistiker gehabt. In meiner Blindheit sehe ich auch keinen Logistiker. Logistiker war doch ein Beruf. Ist doch, ja, da ist es. Ist aber noch nicht aktiv. Gut, wahrscheinlich, weil das Grundgebäude erstehen muss. Keine Ahnung. Ja, wir kommen gerade nicht weiter. Ne? Wir können kein Werkzeug bauen. Wir kommen nicht nach mit dem Werkzeugmangel. Ist alles gerade ein bisschen festgefahren. Aber Holz kommt wieder rein, hoffe ich bald mal. Ja. Ich mache wieder ein bisschen schneller. Und wir bauen auch hier noch eine Unterkunft. Die braucht auch sehr viel Holz, ne? Das ist kein Wunder. Aber ich glaube auch, dass wir die erste Folge, also die erste Folge der offiziellen Nacheinführungsrunde, langsam mal beenden sollten. Ich habe so 1 Stunde bis 1 Stunde 15 ist ganz okay. Gut, ich würde sagen, ich danke euch fürs Zusehen. Wir ziehen es auf jeden Fall durch. Ich versuche das zu schaffen, dass wir wenigstens mal einen von diesen Szenarien auch geschafft haben, wenn wir auch mal normal gespielt haben. Man merkt ja schon, dass es eine andere Herausforderung ist, außerhalb der Einführung. Definitiv. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Endzone, World Apart. Bye bye, bis dann.